Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich habe euch vor längerer Zeit ja schon mal Synth Riders auf meinem Kanal vorgestellt. Ich wollte jetzt auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil es ja schon sehr, sehr lange Zeit vergangen ist. Ich wollte schauen, was hat der Entwickler alles gemacht, geändert und so weiter und so fort. Und passend dazu gab es jetzt auch ein neues DLC, das Muse DLC. Und Muse ist eine, ja, englische Rockband und ich kannte ein, zwei Lieder so vom, ja, von nebenbei hören. Wenn man mal Radio hört oder so, dann kommen einem die Lieder auf jeden Fall bekannt vor. Ansonsten sagten mir die Lieder jetzt nichts und habe jetzt auch wirklich einen First Impression hier gemacht. Ich habe die Lieder vorher nicht getestet oder sonst was. Ich werde auch keine Highscores jagen oder so. Ich wollte einfach nur mal mit euch zusammen die neuen Songs hören, spielen und ja, mal schauen. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Passt das für Synth Riders oder sagt ihr, nee, das ist auch überhaupt nicht mein Geschmack. Lasst uns mal gemeinsam auf die Steam-Seite gehen, schauen wir uns das Ganze mal an. Synth Riders ist auch aktuell sogar im Angebot, kostet 13,19 Euro, Standardversion bis zum 23. September, finde ich echt nicht viel Geld, 40% runtergesetzt, ein guter Preis, solltet ihr euch echt überlegen, falls ihr Synth Riders noch nicht gekauft habt. Dann gibt es dieses Muse Bundle jetzt auch 20% runtergesetzt, kostet 6,35 Euro für 5 Lieder, finde ich jetzt auch eigentlich ein guter Preis. Ich finde, die Lieder passen einfach zu Synth Riders, ja, nichts so richtig Rockiges, so ein bisschen auch so, ja, verträumter Rock, würde ich jetzt mal so sagen. Keine Ahnung, wie ich das so nennen soll. Dann gibt es die Complete Collection mit allen DLCs, kostet dann 46,77 und ja, solltet ihr euch überlegen, falls ihr gerne solche Spiele spielt. Da sind halt alle Bundles drin, die es bisher so gab, ne? Also Synth Riders und so weiter und so fort. Da habt ihr dann das Hauptspiel dabei und alle anderen, ja, DLCs, die es bisher so gab. Und ja, das 46 Euro. Ja, wenn man solche Spiele gerne spielt, man investiert sehr viel Zeit in Musik-Rhythmus-Games, dann lohnt sich das definitiv. Synth Riders ist ein cooles Game. Gefällt mir persönlich besser als Beat Saber, muss ich einfach so sagen. Beat Saber ist, ja, ist auch ein cooles Game. Bei Synth Riders gefallen mir die Musiktitel aber auf jeden Fall besser. So, und Handling und so weiter komme ich besser klar, wenn ich auf normal spiele. Ich habe jetzt hier auch die ganzen Lieder auf normal angetestet. Ich habe auch vorher, ja, nichts angehört oder sonst was. Ich hatte auch meine Probleme. Ab und zu vertue ich mich mal mit den Händen, wo die gerade hin sollen. Also ist keine Highscore-Jagd, ist einfach nur ein bisschen Anspielen der Titel. In die Musik reinhören, ins DLC reinhören. Und ja, das war mir eigentlich wichtig. Mich würde natürlich freuen, wenn ihr einfach mal unter die Kommentare schreibt, was haltet ihr zu dem neuen DLC? Also ist das was für euch? Sagt ihr, boah, geil, das passt zu Synth Riders, werde ich mir definitiv auch holen. Dann gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr das Ganze so findet. Was haltet ihr generell von Synth Riders? Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ist Synth Riders auch ein Game, wo ihr sagt, boah, echt geil, gefällt mir. Gefällt mir eventuell sogar besser als Beat Saber oder gefällt mir ja gleich gut oder Beat Saber gefällt mir besser. Könnt ihr natürlich alles mal in die Kommentare packen. Interessiert mich natürlich auch. Und vielleicht, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die natürlich da auch reinpacken. Und der Entwickler wird da mit Sicherheit auch mal reinschauen. Okay, Leute. Jetzt ist genug gelabert und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Gameplay mal zusammen an oder schauen uns mal das DLC an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Synth Riders. Und ja, heute mal aus einer anderen Perspektive. Hier bin ich, hallo. Ja, ich wollte eigentlich mal mich so aufnehmen, dass ihr mich auch aus der vernünftigen Perspektive seht, so wie auch gespielt wird. Ich habe jetzt auch das Bild vom Avatar eingestellt. Das heißt, ihr seht auch einen Avatar in der Mitte, der genau meine Bewegungen machen sollte. Und ja, ich wollte mir mit euch zusammen das Muse-Update anschauen und, oder DLC eher gesagt. Und ja, ich bin echt gespannt drauf. Und ich habe schon lange Synth Riders nicht mehr mir angeschaut, aber es sieht verdammt geil aus. Schaut euch mal hier ein bisschen um. Also das macht schon richtig, richtig Laune. Auch geile Mucke in dem Game. Und ja, aber heute sind wir ja hier, um uns das Muse-DLC anzuschauen und ich spiele einfach alles auf normal, egal ob ich jetzt gut bin oder nicht. Und ja, ziehen wir uns die Lieder mal rein. Viel Spaß.
Oh, sieht das geil aus. Schon coole Effekte dabei. Richtig stark. Also diese Erfahrung, Experience hier, diese neue Map, geil. Kann natürlich für den einen oder anderen anstrengend werden, vom Sehen her, aber ich find's mega geil. Mega. Sehr, sehr schön. Also gefällt mir. Coole Map. War das schon mal ein guter Anfang? Nehmen wir uns den nächsten Titel vor. Also den kannte ich auf jeden Fall. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ziehen wir es mal rein. Und erwartet keine Bestleistung von mir. Growing exponentially, I'm trying to
Awesome! Next song, please. Let's go. Hektisch hier. Auch von den Songs her ist es ganz gut, finde ich. Passt zum Game auf jeden Fall.
ab und zu haue ich da mal einen Fehler rein. So, letzter Muse-Song, Madness. Viel Spaß.
Sehr geil, sehr, sehr geil. Gefällt mir. Ja, Leute. Das war das neue Muse-Update oder DLC und ich finde die Songs gelungen. Also die gefallen mir echt sehr, sehr gut. Auch wenn es normal nicht so meine Musik ist, aber hier in dem Spiel passt es irgendwie. Und ja, war wirklich mein First Impression. Das heißt, ich habe die Lieder noch nie vorher gehört, gespielt oder sonst was. Und natürlich kann man hier auch nochmal auf andere Schwierigkeitsstufen stellen. Es war jetzt mehr so ein bisschen Musik hören und ein bisschen sich bewegen dabei. Einfach ein bisschen, ja, VR-Sport machen. Aber wenn man wirklich noch ein bisschen gefordert werden will, sollte man mal nächste Stufe auf Hard. Vielleicht wird das auch noch gehen. Ich glaube, für diese Stufen bin ich echt nicht gemacht. Aber ich glaube, Hard wäre noch irgendwie möglich. Ja, also mir gefällt es, in welche Richtung sich Synth Riders entwickelt. Also der Entwickler hat hier echt mega, mega viel, abgedatet und bringt immer wieder neuen Content rein. Und wenn man die ersten Gameplays von mir so gesehen hat, wie sich das Spiel jetzt verändert hat, auch mit den Avataren, die man sich jetzt hier kreieren kann oder die man einstellen kann, hat man hier nochmal so ein Menü. Wo war's? Genau hier, Avatare. Und dann kann man sich hier die Avatare auswählen, die man haben möchte. Und so ändert man dann immer wieder den Avatar. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier so eine Frau. Also ist alles möglich und man kann die Kamera einstellen, man kann Display Size einstellen. Ich habe jetzt hier auf Fullscreen gestellt. Wo man sein möchte, kann man sich einstellen. The Room. Ich glaube, das war das vom Anfang. Den Ladebildschirm, den man hatte. Ne? Ja, genau, hier war man. Und sehr viel Content, was hier alles reinkommt. Man kann kalibrieren die Höhe von dem jeweiligen Spieler, kann man hier einstellen. Playspace, wie breit das Ganze sein soll. Man kann nochmal die Hände einstellen, welche Farben die Hände sein sollen. Das Blau und Rot ist halt diese Standardfarbe. Kann man sich einstellen, wie man möchte. Ja Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, Abo-Button nicht vergessen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Könnt gerne mal unter die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt, wie euch die Musik jetzt gefallen hat oder das DLC. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.